was bei der Vorbereitung dieser Rede und der Durchsicht der Ereignisse des vergangenen Jahres und für die Zukunft so alles an die Oberfläche kam, mag schon der Gedanke kommen, Quo Vadis Bergedorf? Was ist in unserem Stadtteil geplant ist und wird, wird unser Stadtbild noch sehr verändern. Da ist zum Beispiel das geplante Körperhaus. Das Bezirksamt Bergedorf und die Körperstiftung planen ein neues Begegnungszentrum mitten im Stadtteil. In das sogenannte Körperhaus soll dann auch das Haus im Park umziehen. Es soll bis 2019 fertig sein. Auf dem neuen Grundstück am Schleusengraben gegenüber dem Citycenter Bergedorf steht derzeit noch das Lichtbackhaus, das abgerissen werden soll. Das neue Körperhaus wird vielfältige Angebote für ältere Menschen bieten. Mit mehr Platz und neuen Räumen sollen auch neue Altersgenerationen über 50 erreicht werden. Das Theaterhaus im Park freut sich über eine deutlich bessere Verkehrsanbindung und mehr barrierefreie Plätze. Unsere Bücherhalle und ein moderner Theatersaal sollen dort ein neues Zuhause finden. Mir persönlich wäre es lieber, die Bücherhalle am jetzigen Standpunkt in Lohbrücke bleiben würde, weil dadurch die Einkaufspassage mehr frequentiert wird. Die Körperstiftung spricht von einem langfristigen Bekenntnis zum Stadtteil Bergedorf. Eine anstehende Restaurierung würde die Stiftung oder der Stiftung Haus im Park viel teurer kommen. Die schlechteste Alternative wäre, die Einrichtung ganz zu schließen. Das wäre sicher nicht im Sinne Kurt A. Körbers. Diese so geniale Einrichtung wie das Haus im Park, um das wir Bergedorfer vielerorts beneidet werden, zu schließen. Unser Bezirksamtsleiter Arne Dornquast sagte, diese Zusammenarbeit wird Bergedorf bereichern und kann Modellcharakter für künftig öffentlich-private Partnerschaften haben. Der Wermutstropfen daran ist, dass bestehende Bewegungsplatz Bad aus Platz- und Kostengründen nicht in das neue Gebäude einzuplanen. Da muss man sich die Frage stellen, ob man, um im Bilde zu bleiben, hier das Kind mit dem Bade ausschütten muss. Es war ganz sicher nicht Dr. Körbers Anliegen, möglichst viel Gewinn aus dem Grundstück zu erwirtschaften. Das Haus im Park und das Lichtberghaus haben durchaus unterschiedliche Funktionen. Diese miteinander zu verschmelzen, wird sicher nicht ganz einfach werden. Da können wir nur wünschen und hoffen, dass es zum Wohle der Bürger gut gelingt. Hier bin ich dann wieder bei dem Ausgangspunkt der Umgestaltung unseres Stadtteils. Hoffentlich kommt nun nicht noch jemand auf die Idee, auch das Rathaus und den dazugehörigen Park zu verkaufen, parzellieren und bebauen. Ja, genau den. Statt den Park für viel Geld wieder herzurichten. Die Verwaltung, die zurzeit im Rathaus und in den Nebengebäuden untergebracht ist, könnte ja im CCB untergebracht werden oder im Ärztehaus am Standort der ehemaligen Post. Sicherlich keine akute oder aktuelle Situation und sicherlich auch etwas provokant. Aber mal Hand aufs Herz, wer hätte vor einem Jahr gedacht, das Haus im Park schließen und umziehen könnte, dass Gedanken bestehen, die Hochschule für angewandte Wissenschaften, die Fachhochschule aus Bergedorf abzuziehen oder das Stuhlrohrquartier, so wie derzeit überlegt wird, grundlegend umzukrempeln. Bergedorf ist mithin im wiederholten Jahr geprägt von massiver Bautätigkeit und Bauplanung. Die Glasbläserhöfe gehen ihrer Vollendung entgegen. Der neue Bereich Stuhlrohrquartier wird heiß diskutiert. In Richtung Mohnhof wird durch den Abriss des Klunschen Kaufhauses zugunsten von Wohnungsbau sich die Situation erheblich verändern. Erinnern Sie sich noch in diesem Zusammenhang an meine Worte vor einem Jahr zum Neujahrsempfang, wo ich berichtete, dass ich nochmals davorliegende Jahr für meine Gedanken zur Verkehrsführung B5 im Bereich Mohnhof schwere Schelte erhielt und ein Projekt des Kunstunterrichts der 12. Klasse des Luisengymnasiums eben dieses aufgriff, in dem Schülerinnen und Schüler sogar so weit gegangen wären, den Abriss und Neubau des Klunschen Hauses am Mohnhof und an den dafür befindlichen tiefer gelegten Kreisel zu diskutieren. Nun wird zwar nicht das Hochhaus abgerissen, aber doch der sehr markante Bau des ehemaligen Grundschen Kaufhauses. Was aber bleibt, ist die Trennung der nördlichen von dem südlichen Bergedorfer Bereichen durch die Bergedorfer Straße.
Zugrunde lag eine Planung, die vor rund 100 Jahren erfolgte und bei der wirtschaftliche Interessen Einzelner zu einer Lösung führten, die noch heute sich als für das Gemeinwohl schwer verdaulich darstellt. Gerade jetzt, wo die massive Erschließung neuer Wohn- und Wirtschaftsräume südlich des Sanderdamms und entlang des Leusengrams konkret vorankommt und dadurch das Verkehrsaufkommen stark ansteigen wird, sodass Weidenbaumsweg und Bergedorfer Straße dies kaum noch bewältigen werden können, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich einmal intensiv mit einer Veränderung der Verkehrsführung der B5 zu befassen. Hier sollte die Diskussion einmal völlig ohne jedes Denkverbot geführt werden. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass seinerzeit, als die ersten Vorschläge auf den Tisch kamen, die Autobahn 7 in Hamburgs Westen aus Lärmschutzgründen mit einem großflächigen Deckel zu versehen und diesen zu begrünen und zu bebauen. Derartige Vorschläge bestenfalls ein mildes Lächeln hervorriefen, eher schon als Spinnerei abgetan wurden. Derzeit wird eben dieser Deckel in einer ingenieurmäßigen Meisterleistung bei fließendem Verkehr, also gewissermaßen am offenen Herzen, fertiggestellt. Und nicht immer dürfen es dann nur die Kostenargumente sein, denn auch hier vermag der Bezirk Bergedorf dem Hamburger Vorbild zu folgen und ursprünglich geplante Vorgaben massiv zu überschreiten. Ich denke nur an die Kosten für die umstrittene Umgestaltung des Lohbrücker Marktes. Dort konnte allerdings trotz all der hohen Kosten offenbar nicht vermieden werden, dass der neben dem Behindertenparkplatz an der neu gestalteten Fläche vorbeiführende Weg in Richtung Apotheke mit einer Stufe versehen wurde, sodass die früher vorhandene Barrierefreiheit beseitigt wurde. Rollstuhlfahrer müssen jetzt einen Bogen um den neu gestalteten Marktplatz die Apotheke von der anderen Seite aus ansteuern. Im Juli kam denn die erlösende Meldung. Die umstrittene Stufe ist gar keine solche. Da kann man nur sagen, aha. Und dann ist das Problem damit gelöst. Soll der Rollstuhlfahrer dann eben einfach über diese Nichtstufe hinwegfahren? Oder ist es ihm vielleicht egal, wie sich das Denken nennt, das seinen Weg versperrt? Hier hat wohl einer etwas ganz falsch verstanden. Wir, das heißt wir alle, die fordern für die Barrierefreiheit und nicht die Stufenfreiheit. Ich glaube, das sollten wir denen zugutekommen lassen, die wirklich zu Fuß schlecht auf dem Weg sind. Als letzter und meiner Meinung nach schon fast in den Bereich des Skurrilen zu verweisenden ist die im Oktober geäußerte Auffassung eines Investors, er wolle das Amtsgericht kaufen und in Wohnungen umwandeln. Ja, und wohin dann mit dem Amtsgericht? Wenn ich all dieses in den Zusammenhang damit stelle, dass sich im Bereich Oberbillwerder ja wohl auch noch einiges tun wird, so ist unser Bezirk offenbar auf dem Weg dahin, seinen ländlich weiträumigen Charakter mehr und mehr zugunsten eines großstädtisch bebauten Bezirks zu verändern. Das soll gar nicht unbedingt negativ sein. Nur möchte ich an dieser Stelle die an den Planungen und Ausführungen Beteiligten um behutsamen Umgang mit dem Vorhandenen bitten. Alt ist nicht gleich schlecht. Nun wieder hat die Bautätigkeit in unserem Städtchen einen sehr breiten Raum meiner Rede eingenommen oder einnehmen müssen. Dafür hat sich erfreulicherweise der im letzten Jahr sehr im Forderung stehende Problemkreis der Unterbringung der Vielzahl geflüchteter Menschen deutlich entschärft. Es werden nun nach entsprechend langen Vorplanungen und gerichtlichen sowie politischen Auseinandersetzungen für die geflüchteten Menschen Unterkünfte errichtet, die eine mittelfristige Unterbringung erlauben. Der nächste Schritt, der unbedingt vorangebracht werden muss, ist nun, die geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Leider wird auch hier wieder einmal das liebe Geld Regie führen. Aber an dieser Stelle darf ich deutlich das große Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer betonen und diese für ihr Engagement danken. Hier wird mit teilweise unermüdlichen Einsatz Nächstenliebe praktiziert und Hilfe zur Integration geleistet. Nach so viel großer Politik nun vielleicht doch wieder noch ein paar Worte dazu, was in Bergedorf im vergangenen Jahr kulturell so geschehen ist. Zumindest die größten herausragenden Dinge. In kürzester Zeit, nämlich in 7 Wochen, gelang es im vergangenen Jahr doch noch eine Hafenmeile auf die Beine zu stellen, die 3 Tage mit ihrem Programm begeisterten.
wenn auch nicht alles nach Plan lief. Mehr als 50.000 Besucher, die es gewesen sein sollen, sprechen ja für sich. Hoffen wir, dass es auch in der Zukunft wieder in Bergedorf, die Bergedorfer Hafenhalle geben wird. Ein Schicksal, das unerwartet nun vielleicht auch das so beliebte alljährliche Erdbeerfest im Rickhaus treffen könnte. Leider ist auch im Museum noch nicht wieder Ruhe eingekehrt. Hier werden die Gerichte bemüht. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht näher darauf eingehen, da ich in Person in dieser Sache doch befangen bin. Aber mein Motto heißt einfach, im Leben geht es nicht darum zu warten, dass Unwetter vorbeizieht, sondern im Lernen, im Regen zu tanzen. An anderer Stelle mussten wir leider im Vergangenen sehen, dass ehrenamtliche Tätigkeiten nicht immer reibungslos verstanden gehen. Da ist natürlich schon die ganz große Ausnahme wieder gewesen, die Durchführung der Bergedorfer Musiktage. Man denkt jedes Mal, besser kann es ja nun nicht mehr sein. Und dann gelingt dem Dr. Lokmani für die nächste Spielzeit wieder ein größeres Highlight. Die Musiktage sind nun wirklich eine weit über die Grenzen Bergedorfs hinaus etablierte Institution geworden, die große Künstler anzieht. Veränderung wird es immer geben, so auch im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Wir haben jetzt leider erfahren müssen, es ist wirklich leider, dass Klaus Döcke sein Amt als Vorsitzender der Bergedorfer Tafel zum Ende August aufgegeben hat und sein langjähriges, mühevolles, engagiertes Eintreten für diese Institution wie auch für andere sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Gedankt sei hier ebenfalls allen anderen, die im Stillen oder offen zum Wohle aller tätig sind. Hier kann natürlich nicht jeder genannt werden. Soweit einzelne Personen oder Institutionen einmal hervorgehoben werden, bedeutet dies nicht, dass andere nicht erwähnte eventuell weniger bedeutsam seien. So ist es mir natürlich auch leider nicht möglich, in einem zeitlich vertretbaren Rahmen diejenigen hier namentlich zu benennen, die nach einem reichen Schaffen zum Wohle Bergedorfs verstorben sind. Daher will ich an dieser Stelle hier alle und zu aller Ehren einen erwähnen: Friedrich Schüttwort, der am 16. Januar vergangenen Jahres verstarb und damit kurz vor dem 140. Geburtstag des von ihm lang geführten, nunmehr von seinem Sohn weitergeführten Traditionsunternehmen, das darüber hinaus auch noch erheblich sich im Aus- und Umbau befindet. Eine breite Diskussion nahm im vergangenen Jahr die Frage ein, ob Bergedorf ausreichend mit Ärzten versorgt sei oder nicht. Ich will diese ganze Diskussion jetzt auf keinen Fall hier vor Ihnen ausbreiten. Ich möchte aber doch alle Beteiligten auffordern, sich an einen Tisch zu setzen und sachlich vorzugehen, um für Bergedorf das Beste zu erreichen. Bevor ich dann zum Schluss meiner Rede komme und das Zepter der Bergedorfer Liedertafel überlassen werde, die Sie bestimmt mit zwei weiteren Lieder erfreuen wollen, möchte ich Sie bitten, machen Sie sich noch bitte Werbung für die Liedertafel, die wie alle Chöre und auch sonstige Vereine händeringend junge Mitstreiter sucht, damit wir auch bei künftigen Neujahrsempfängen weiterhin die schwungvollen musikalischen Untermalungen der Liedertafel genießen dürfen. Na, Herr Busch, ich war still. Somit komme ich dann zum Ende meiner Rede und danke Ihnen für die mir geschenkte Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen für das neue, gerade erst 8 Tage alte Jahr 2017 viel Glück, Gesundheit, sowie unserem Bezirk Bergedorf gutes Gelingen bei der Umsetzung seiner laufenden und der noch kommenden Projekte. Und darf Sie abschließend noch bitten, im Anschluss an die Darbietung der Liedertafel Ihre Aufmerksamkeit dem Bezirksamtsleiter Herrn Dornkast zu schenken. Ihnen wünsche ich alles Gute, Gesundheit, Erfolg und ganz viele positive Erlebnisse. Und wie in der Vergangenheit werden auch in diesem Jahr am Ende der Veranstaltung nach dem letzten Gesangsbeitrag der Bergedorfer Liedertafel die Sternsänger der katholischen Gemeinde St. Marien uns besuchen, die sich über einen kleinen Obolus für ihre Darbietung freuen. Das ist ja wie eine Spende und ich glaube, es tut uns allen gut, daran zu denken. Ich freue mich mit Ihnen bei einem Glas Sekt über noch viele tolle Gespräche und neue Gedankenanstöße. Danke.